es muss Freude sein in unseren Liedern und es muss Freude sein, wie nie gekannt. Wohlige Klänge sind an jedem Dienstagabend in der Begegnungsstätte der Volkssolidarität am Pulverturm zu vernehmen. Hier trifft sich die Gesangsgruppe Grimma regelmäßig zum gemeinsamen Musizieren. Der Chor besteht aus 16 Frauen und ihrem musikalischen Leiter Eckehard Schmidt. Begonnen hat alles vor 50 Jahren. Wir wurden 1974 gegründet als gemischter Chor, und zwar vom Chemieanlagenbaukombinat in Grimma. Musik ist wie die Sonne, Musik ist wie das Licht. 1977 übernahm Eckehard Schmidt die musikalische Leitung des Chores. Eine besondere Erinnerung kommt der Konzertreise zum tschechischen Partnerbetrieb in Brno zu, erzählt die Chronik des Chores, und auch dass seit dieser Zeit die Zusammenarbeit mit dem Männerchor Chöra begann. Gemeinsame Auftritte im großen Speisesaal des CLG waren bei Betriebsfestspielen an der Tagesordnung. Vielseitig wurde der Chor seitens des Betriebes unterstützt. Zu Chorproben wurden die Mitglieder von der Arbeit freigestellt und auch die Aufwandsentschädigung des Chorleiters erfolgte unbürokratisch. 1979 trat der Chor beim Radio-DDR-Wettbewerb »Das müsste doch zu machen sein« gegen den des Porzellankombinats Kolditz an. Die Siegerdarbietung war übrigens eine Frühlingsliederfolge. Gemeinsam mit dem Männerchor Chöra unternahm die Gesangsgruppe eine unvergessene Konzertreise ins Thüringische. Die politische Wende 1989 brachte große künstlerische Veränderungen mit sich. Ein schöner Traum vom Glück, der Zauber der Musik. Ja, das war schwierig, weil ich habe ja gerade betont, wir waren gemischter Chor gewesen. Natürlich, viele sind dann auch in den Westen gegangen und ja, die Männer vor allen Dingen, ne? Es fehlten dann die Männer. Wir wurden dann nach und nach, verließen uns die Männer wegen der Arbeit. Und ja, deswegen sind wir jetzt ein reiner Frauenchor, seit vielen Jahren, muss ich sagen. Ja, aber wir wurden auch unterstützt, denn wir haben lange Jahre auch mit dem Männerchor Chöra zusammengearbeitet oder zusammengesungen, besser gesagt. Die Frauen formierten sich im Jahr 1990 zur Gesangsgruppe Grimma. Und die Proben verlagerten sich ab diesem Zeitpunkt in die Abendstunden. Natürlich gehören heute, wie damals, öffentliche Auftritte zum Chorleben dazu. Wir haben richtig traditionelle Konzerte, immer im Rathaus, meistens zum Frühjahrskonzert. Früher waren wir auch mal in der Klosterkirche, das ist jetzt ein bisschen weggefallen. Dann haben wir sehr viel in der Weihnachtszeit Auftritte, im Pflegeheim oder auch in Kirchen. Gerade in Chöra, die Kirche Chöra, da sind wir Stammgast oder, ne, besser gesagt, wir machen dort immer die Weihnachtsfeier für die Leute. Ne. Die Aktivitäten des Chores spiegeln sich auch in zahlreichen chorischen Unternehmungen wider. Dazu gehören einige Tonträgeraufnahmen, Konzertreisen in Grimmas französische Partnerstadt Brohn oder ins hessische Lippoldshausen. Sein 40. Jubiläum feierte der Chor am 29. Juni 2014 mit einem Festkonzert im soziokulturellen Zentrum in Grimma. Die Gesangsgruppe Grimma ist Mitglied im Sächsischen Sängerbund. Aktuell laufen die Vorbereitungen für das Jubiläumskonzert. Also das geht quer durch den Gemüsegarten, will ich mal sagen. Also von allen was, vor allen Dingen auch Lieder, die wir ganz früher gesungen haben, die neuen Sängerinnen gar nicht weiter kannten, die sie auch neu einstudieren mussten. Na, ja, alles querbeet, in den, was wir so in den 50 Jahren gemacht haben. Das Festkonzert zum 50-jährigen Jubiläum findet am 28. April 15 Uhr im Grimma Rathaussaal statt. Die Gesangsgruppe Grimma tritt mit der Leipziger Band Sirius auf. Als Gesangssolisten sind Dr. Gerhard Gey und Rolf Hoffmann mit von der Partie. Der Eintritt ist frei, Spenden sind natürlich möglich. Jetzt sieht genau wie ein